Klaus Petrovic, Buslenker, evangelischer Christ. Ich bin in der evangelischen Pfarrgemeinde seit ungefähr 16, also eigentlich seit ich getauft bin, bin ich hier. Und seit ich konfirmiert bin, bin ich mehr hier. Also nicht nur anwesend, sondern auch teilweise aktiv, mitspielend, spaßhabend und haben eine Zeit lang auch mit den Gleichaltrigen regelmäßig getroffen und geschaut, dass man irgendwas auf die Beine kriegt. Das ist dann eine Zeit eingeschlafen und dann in späterer Zeit hat sich mein Leben so hin verwandelt, dass mich das wieder ein bisschen interessiert. Habe da auch einen ambitionierten Schlösser gekriegt von meinen Altvorderen und habe festgestellt, dass man in einer Pfarrgemeinde sich hervorragend weiterentwickeln, ausprobieren kann. Und das ist eine Chance, die man sonst nicht unbezahlt bekommt. Der Vorteil ist der, also ich möchte jetzt gleich Werbung machen für das Ehrenamt in einer Pfarrgemeinde. Es gibt ganz, ganz viele Sachen zu tun. Man kann sich kreativ entwickeln, man kann basteln, wenn man Lust hat, man kann singen, wenn es eine Freude macht, man kann musizieren, wenn es einem Erbauung gibt. Die Jugendlichen bei uns haben die Möglichkeit, sich in Leitungskompetenzen Erfahrungen zu erarbeiten, kriegen Anleitungen, sind geschützt, dass ihnen nichts passiert dabei und dass auch den anvertrauten Menschen nichts passiert. Und diese gleichen Möglichkeiten gibt es bei uns in der Seniorenbetreuung, in der Kinderbetreuung und eigentlich in all dem, was bei uns stattfindet. Und falls Sie auch Lust haben, sich einmal zu denken, okay, ich habe jetzt eigentlich viel Zeit, weil ich bin gerade arbeitsfrei oder ich bin in der Pension oder ich habe überflüssige Freizeit, die ich sinnvoll verwenden will, dann schauen Sie doch einmal vorbei. Vielleicht finden Sie was, was Sie interessiert.